Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Nach dem gescheiterten Putschversuch geht die türkische Regierung weiter hart gegen mutmaßliche Gegner in Militär und Justiz vor. Präsident Erdogan sagte, der Säuberungsprozess in allen staatlichen Institutionen werde fortgesetzt. Er nahm in Istanbul an einer Trauerfeier für Anhänger teil, die in der Putschnacht getötet worden waren. Nach einer neuen Bilanz der Behörden ist die Zahl der Toten auf 290 gestiegen. Etwa 6000 Menschen seien festgenommen worden. Trauer um einen getöteten Erdogan-Anhänger. Eines der vielen Opfer des gescheiterten Staatsstreichs. Einer, der sich den putschenden Soldaten in den Weg gestellt hat. Auch der Staatspräsident kommt am Mittag in eine Moschee in Istanbul, um vor den Särgen mehrerer Märtyrer, wie Erdogan sagt, zu beten. Bei einer Veranstaltung kündigt er an, mit der Opposition über die Einführung der Todesstrafe sprechen zu wollen. Diese dürfe nicht verzögert werden. Seit gestern wurden tausende Richter und Soldaten entlassen oder verhaftet. Wir werden fortfahren mit der Säuberung aller Staatsorgane von diesem Virus, denn es hat sich im Staat ausgebreitet wie ein Krebsgeschwür. Kopf der Putschisten ist aus Erdogans Sicht der islamisch-konservative Prediger Fethullah Gülen. Der einstige Weggefährte des türkischen Staatspräsidenten ist Anführer einer nach ihm benannten Bewegung. Diese ist aus Erdogans Sicht verantwortlich für den Putsch. Gülen, der im Exil in den USA lebt, hier Bilder seines Anwesens, bestreitet den Vorwurf. Aydin Engin, stellvertretender Chefredakteur der linksliberalen und Erdogan-kritischen Cumhuriyet-Tageszeitung, bestätigt allerdings einen starken Einfluss der Gülen-Bewegung im türkischen Militär. Gülen sagte bereits in den 70er Jahren, es sei nicht so wichtig, jeden Tag in die Moschee zu gehen oder Kopftuch zu tragen. Wesentlich wichtiger sei es, einen guten Schulabschluss zu machen und studieren zu können, damit Gülen-Anhänger auch im Staatsapparat, also in der Finanzverwaltung, der Justiz und der Armee vertreten sind. Auch am zweiten Tag nach dem Putschversuch ist die Stimmung in der Türkei erhitzt. Bei Festnahmen von mutmaßlichen Putschisten müssen aufgebrachte Erdogan-Anhänger von Sicherheitskräften mit Warnschüssen von Übergriffen abgehalten werden. Diese Bilder zeigen das völlig zerstörte Hauptquartier einer Polizeispezialeinheit. Während der Kämpfe vorgestern Nacht hatten putschende Militärs das Gebäude mit Kampfjets und Hubschraubern angegriffen. Dabei kamen 47 Polizisten ums Leben. 8 Soldaten, die mit einem Militärhubschrauber nach Griechenland geflohen sind, wurden dort wegen illegalen Grenzübertritts angeklagt. Sie haben um politisches Asyl gebeten. Die türkische Regierung verlangt deren sofortige Auslieferung. Zur Lage in der Türkei nun Michael Schramm live aus Istanbul. Die Türkei am Tag 1 nach dem Militärputsch. Die Panzer sind wieder in den Kasernen, die Flugzeuge in den Hangars. Und die Bevölkerung? Obwohl alle im türkischen Parlament vertretenen Parteien den Putsch verurteilt haben, teilt nicht jeder im Lande die Freude über dessen Niederschlagung. Viele befürchten nun eine Überreaktion der islamisch-konservativen Regierung. Schon die Wortwahl von Präsident Erdogan beunruhigt. Spricht er doch von Säuberung von Viren, von Krebsgeschwüren, Metastasen und über eine Einführung der Todesstrafe. Eine Rhetorik der Rache. Dazu passend auch die ersten Handlungen Erdogans nach dem Putschversuch. Da werden nicht nur der Teilnahme am Putschverdächtige festgenommen, sondern gleichzeitig ein Fünftel aller Richter und Staatsanwälte in der Türkei des Amtes enthoben. Präsident Erdogan und seine Anhänger, sie fühlen sich als unumschränkte Sieger. Die Opposition kann dem kaum noch etwas entgegensetzen. Und damit zurück zu Susanne Daubner. Der harte Kurs der türkischen Regierung gegen mutmaßliche Gegner wird in Deutschland mit Sorge beobachtet. Quer durch die Parteien kommt die Mahnung, den Rechtsstaat bei der Verfolgung der Putschisten nicht aufs Spiel zu setzen. Justizminister Maas warnte, Rache und Willkür trügen nicht zu einer Befriedung nach dem Putschversuch bei. Die linken Politikerin Dadelen warf Präsident Erdogan vor, er habe eine Hexenjagd auf Oppositionelle gestartet. Die Meldungen aus der Türkei alarmieren die deutsche Politik. Der CSU-Chef mahnt angesichts sogenannter Säuberungen im Bericht aus Berlin Rechtsstaatlichkeit an. Jetzt kommt es darauf an, dass diese Angelegenheit nach rechtsstaatlichen Regeln aufgearbeitet wird. Das ist auch eine Bewährungsprobe für die türkische Regierung, für den türkischen Staat. Und Sie wissen, dass ich immer meine Bedenken hatte,
mit Vorhaben wie Visafreiheit. Und die sind jetzt eher noch stärker geworden. Reisefreiheit für Türken? Nein, sagt die CSU. Doch das Flüchtlingsabkommen mit der Türkei stellt Seehofer nicht in Frage. Anders die Opposition. Die Linkspartei ist entschieden. Wir waren ja ohnehin nicht für das Flüchtlingsabkommen, weil die Idee, dass wir unsere Probleme dadurch lösen, dass jetzt an der türkisch-syrischen Grenze auf Flüchtlinge geschossen wird, das war von vornherein falsch. Aber spätestens jetzt muss man sagen, ein Deal mit so einem Autokraten kann nicht funktionieren. Mehr noch, die Linke fordert auch den Abzug deutscher Soldaten vom Luftwaffenstützpunkt Incirlik. Große Skepsis auch bei den Grünen. Die rechtsstaatlichen Grundlagen für das Flüchtlingsabkommen wie auch die EU-Beitrittsverhandlungen seien nicht mehr gewährleistet. Ich erwarte, dass unsere Bundesregierung, Kanzlerin, unser Außenminister ganz, ganz klare Kante zeigen, dass jedwede Kooperation mit der Türkei, an der wir Interesse haben, auf rechtsstaatlichen, auf menschenrechtlichem Fundament steht. Berlin blickt mit Sorge auf die alarmierenden Vorgänge in der Türkei. Dennoch, die Regierung hält am Flüchtlingsabkommen fest, denn Merkel braucht Erdogan. Klar ist allerdings auch, eine EU-Mitgliedschaft der Türkei ist derzeit kaum noch vorstellbar. Das vollständige Seehofer-Interview finden Sie auf tagesschau.de. Außerdem beleuchten wir dort, warum der Putschversuch in der Türkei gescheitert ist und welche Rolle der Geheimdienst dabei gespielt haben könnte. In den USA sind 1,5 Wochen nach dem Attentat auf Polizisten in Dallas erneut mehrere Beamte erschossen worden. Die Schießerei ereignete sich in der Stadt Baton Rouge im US-Bundesstaat Louisiana. 3 Beamte wurden getötet, auch ein Tatverdächtiger sei tot, 2 weitere möglicherweise auf der Flucht, so die Polizei. In Baton Rouge hatten 2 weiße Beamte vor knapp 2 Wochen einen Schwarzen erschossen. Die Lage in Baton Rouge ist noch unübersichtlich. Nach US-Medienberichten war ein bewaffneter Mann am Vormittag eine Straße entlang gegangen, rund 1,5 Kilometer vom Polizeipräsidium entfernt. Als sich nach Notrufen Beamte dem Mann näherten, soll es zu einer Schießerei gekommen sein. 3 Polizisten sind tot, ebenso der mutmaßliche Täter. Die Polizei geht von weiteren Tatverdächtigen aus, die noch auf der Flucht seien. Wir glauben, dass es mehrere Verdächtige gibt. Einer ist tot. Mehrere Polizisten sind angeschossen worden. Einige sind tot. Das ist das, was ich derzeit sicher sagen kann. Manche Beobachter sagen, die Polizisten könnten in einen Hinterhalt gelockt worden sein. Der Gouverneur von Louisiana sprach von einem so wörtlich ungerechtfertigten Angriff auf uns alle. In Baton Rouge gibt es seit Tagen immer wieder Demonstrationen, nachdem Polizisten dort den Schwarzen Elton Sterling getötet hatten. Vor gut einer Woche waren daraufhin bei einer Demonstration in Dallas 5 Polizisten erschossen worden. Ob die Tat heute einen Zusammenhang hat mit den jüngsten Fällen von Polizeigewalt, ist derzeit noch offen. Vor gerade einmal 5 Tagen war die offizielle Trauerfeier für die 5 toten Polizisten in Dallas. Präsident Obama hatte dort zur nationalen Einheit und zu einem besseren Miteinander von Polizei und Bevölkerung aufgerufen. Doch die Vereinigten Staaten kommen einfach nicht zur Ruhe und schauen in diesen Stunden schockiert nach Louisiana. Auch 3 Tage nach dem Attentat von Nizza tappt die Polizei bei der Suche nach dem Motiv des Täters weiter im Dunkeln. Es zeichnet sich aber ab, dass er seine Tat gezielt vorbereitet hat. Die französische Regierung geht inzwischen davon aus, dass der Attentäter sich schnell radikalisiert hat. Von den vielen Verletzten schweben 18 weiter in Lebensgefahr. Zusammenhalt, sich gegenseitig stärken, sich an den Händen halten. Beim Gottesdienst in Nizza an diesem Sonntagmorgen beten sie für die Opfer und die Verletzten. Inzwischen werden weitere Details über den Attentäter bekannt. Einiges spricht dafür, dass er nicht allein gehandelt hat. Der 31-Jährige soll wenige Minuten vor der Tat eine SMS verschickt haben, in der er weitere Waffen gefordert haben soll. Der Empfänger dieser SMS ist zurzeit in Polizeigewahrsam. Auch zur Vorbereitung des Attentats gibt es Hinweise. So soll er am 8. Juli sein Konto geleert haben. Am 11. Juli soll er den Lastwagen gemietet haben. Einen Tag später habe er sein Auto verkauft. Es gebe Hinweise, dass er in den Tagen vor der Tat mehrmals mit dem Lastwagen über die Promenade gefahren sei. Das Attentat also gut vorbereitet? Dies könnte die Auswertung der Überwachungskameras ergeben. Nizza ist die am besten überwachte Stadt Frankreichs. Der Attentäter ein psychisch kranker Mann oder ein Mann, der sich schnell radikalisiert hat? In seiner Wohnung wurden weder Sprengstoff noch Waffen gefunden. Zurzeit sollen sein Telefon und sein Computer untersucht werden.
Unterdessen bereitet sich Frankreich weiter darauf vor, große Ereignisse wie Konzerte und Festivals noch besser zu schützen. Innenminister Cazeneuve hatte alle patriotischen Franzosen dazu aufgefordert, sich als Reservisten zu melden. Diese Politikstudentin hatte sich bereits nach dem Anschlag auf Charlie Hebdo freiwillig verpflichtet. Ich fühle mich sehr nützlich für mein Land. Mehr kann man nicht tun. 2 Monate im Jahr macht sie ihren Dienst, so wie 12.000 andere Reservisten auch. Frankreichs Regierung braucht noch deutlich mehr Freiwillige, um die Bevölkerung zu schützen. In der syrischen Stadt Aleppo haben Regierungstruppen offenbar die von Rebellen gehaltenen Stadtteile eingeschlossen. Eine wichtige Versorgungsroute werde von regimetreuen Truppen kontrolliert, teilten Rebellengruppen sowie die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Diese beruft sich auf ein Netzwerk von Informanten in Syrien. Die bis zu 300.000 Menschen im Osten Aleppos könnten nicht mehr mit Medikamenten und Lebensmitteln versorgt werden. Knapp 3 Wochen vor Beginn der Olympischen Spiele in Rio de Janeiro haben brasilianische Sicherheitskräfte einen Antiterror-Einsatz geprobt. Sie trainierten unter anderem das Vorgehen bei einem Anschlag auf einen Bahnhof. Brasilien will die Schutzmaßnahmen nach dem Anschlag in Nizza noch einmal verstärken. Insgesamt sollen 85.000 Soldaten und Polizisten eingesetzt werden, etwa doppelt so viele wie bei den Spielen 2012 in London. 2 Häuser der Stuttgarter Weißenhof-Siedlung des Architekten Le Corbusier gehören seit heute zum Weltkulturerbe. Das UNESCO-Komitee erklärte das architektonische Werk des Franco-Schweizers zum Erbe der Menschheit. Seine Gebäude verkörperten den radikalen Bruch mit vormals verwendeten Stilen und stünden für die Erfindung einer neuen Architektursprache. Insgesamt nahm das Komitee 17 Bauten Le Corbusiers aus 7 Ländern in die Liste schützenswerter Kulturgüter auf. Deutschland hat nun 41 Welterbestätten. Allein der Blick hat die Auszeichnung verdient. Ein Dachgarten, luftig über der Stadt. Es war Le Corbusier, der das Wohnen auch ins Freie verlegt hat. Der Künstler und Architekt hat dieses Doppelhaus und das Nachbarhaus 1927 gebaut, als Antwort der Moderne auf die Gründerzeit. Verschnörkeltes, Fehlanzeige. Stattdessen klare, gerade Linien, Licht, Luft, Sonne im Haus. Er ist eigentlich mit ein Vorreiter natürlich gewesen. Also die Moderne ist ohne ihn eigentlich gar nicht denkbar. Ich glaube, es braucht immer solche Menschen, die dann eben es auch wagen, Ideen, die sie haben, wirklich komplett umzusetzen. Und er war da auch sehr rigoros. Das Haus steht auf einem Gerippe aus Stahl, revolutionär für Ende der 20er Jahre. In nur 3 Monaten war es bezugsfertig. Innen ein ausgeklügeltes Farbkonzept. Er war ja auch Maler und er hat mit Farben aus der Natur gearbeitet. Das heißt, das Blau, das wir sehen, entspricht natürlich auch einem Himmelsblau oder das Braun der Erde. Modernes Wohnen, dafür steht Le Corbusier. Auch Hochhäuser wie hier in Marseille oder das Regierungsviertel im indischen Chandigarh. Das alles nun ein Welterbe. Der Kolumbianer Pantano hat die 15. Etappe der Tour de France gewonnen. Die 160 Kilometer lange Strecke führte die Radrennfahrer von Bourg-en-Bresse nach Culoz. Pantano setzte sich im Sprint gegen den Polen Majka durch. In Gelb fährt weiterhin der Brite Froome. Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 18. Juli. Von Westen steigt der Luftdruck. Dies bedeutet für den Südwesten Deutschlands einen sonnigen Start in die neue Woche. In der Nacht Schauer und einzelne Gewitter von Sachsen über Thüringen bis nach Bayern, die aber seltener werden. Auch an der Ostsee noch etwas Regen. Morgen wird es in der Südwesthälfte nach einem mitunter bewölkten Start in den Tag am sonnigsten. Im Nordosten dichte Wolkenfelder, dabei ist es weitgehend trocken. In der Nacht 19 bis 8 Grad, am Tag 18 bis 20 Grad an den Küsten, 31 am Oberrhein. Die 3. Hitzewelle dieses Jahres erwartet uns. Am Dienstag sonniges, meist trockenes Wetter. Nordöstlich der Elbe ist Nieselregen möglich. Am Mittwoch sonniges, heißes Wetter. Gegen Abend im Westen erste Hitzegewitter. Am Donnerstag insgesamt wieder wechselhaftes Wetter mit Sonne, Wolken und gewittrigen Schauern. Karin Mioska meldet sich um 22.45 Uhr mit diesen Tagesthemen. Polizisten im Hinterhalt, aktuelle Informationen zur Lage in Baton Rouge und Ursachenforschung der Ermittler, wie Kleinkriminalität Terrorismus finanziert. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.